Wenn du selbstständig bist, musst du 2 bzw. 3 Steuererklärungen abgeben. Jeder von uns muss die Einkommensteuererklärung abgeben und fast jeder von uns muss eine Umsatzsteuererklärung abgeben und die Gewerbetreibenden von uns müssen auch eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Das Problem bei all den Steuererklärungen ist, dass es zwar viele Tools gibt, mit denen man Steuererklärungen machen kann, aber für Selbstständige sind die meisten dieser Tools nicht geeignet. Und das führt dazu, dass die meisten Selbstständigen dann irgendwie sich mit Elster Online rumschlagen müssen. Elster Online ist das kostenlose Portal vom Finanzamt, das ist aber nicht so besonders nutzerfreundlich. Und deswegen findest du auf diesem Kanal auch eine ganze Reihe von Elster Online Tutorials und ich hoffe, dass du mit diesen Tutorials dann tatsächlich auch deine Steuererklärung erledigen kannst. Ich habe die ganzen Tutorials einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls dich das interessiert. Es gibt aber Licht am Ende des Tunnels. Und zwar gibt es ein Tool, das schöner ist als Elster Online, was intuitiver ist und mit denen man tatsächlich als Selbstständiger die Einkommensteuererklärung machen kann, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuererklärung. Und zwar spreche ich von Wieso Steuer. Auch zu Wieso Steuer findest du unten in der Videobeschreibung einmal einen Link. Ich benutze selbst schon seit einigen Jahren Wieso Steuer und in diesem Video schauen wir uns einmal die Umsatzsteuererklärung in Wieso Steuer an. Das heißt, ich nehme dich mit auf meinen Bildschirm und wir klicken uns gemeinsam einfach einmal durch eine Umsatzsteuererklärung. Wir befinden uns hier im Dashboard von Wieso Steuer. Wieso Steuer ist grundsätzlich kostenlos, also bei Wieso Steuer den Account zu erstellen ist zumindest kostenlos. Wenn man dann die Steuererklärung abschicken möchte, dann zahlt man 46 Euro, wenn man Wieso Steuer einmalig benutzen möchte und wenn man Wieso Steuer in einem jährlichen Abo abschließt, dann zahlt man 10 Euro weniger, dann zahlt man 36 Euro. Das ist meiner Meinung nach sehr sinnvoll investiert und ich würde auch immer zum Abo raten, weil du als Selbstständiger kannst dir ja nicht aussuchen, ob du eine Steuererklärung abgibst. Du musst eine Steuererklärung abgeben und deswegen weißt du heute auch schon, dass wenn du nächstes Jahr selbstständig bist, auch nächstes Jahr eine Steuererklärung abgeben musst und von daher spricht auch nichts dagegen, sich heute schon auf diese Software zu committen. Das Ganze wird sowieso immer in den Folgejahren immer einfacher, weil du das Vorjahr einfach immer duplizieren kannst, beziehungsweise die Daten übernehmen kannst. Und das Ganze sind auch Bruttobeträge, das heißt, du hast einen Vorsteuerabzug, das heißt, unterm Strich zahlst du 30 Euro für Wieso Steuer. Alle weiteren Informationen dazu einmal hinter dem Link unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen hier einmal das Dashboard und auf der linken Seite sehen wir die Steuererklärungen, die wir mit Wieso Steuer machen können. Und da sehen wir hier einmal die Umsatzsteuer und darauf möchte ich direkt einmal gehen. Hier sehe ich, ich kann die Daten übernehmen, zumindest wenn Daten da sind zum Übernehmen. Bei mir ist das nicht der Fall. Das ist genau die Zeitersparnis, von der ich gesprochen habe. Ab dem zweiten Jahr geht das in der Regel deutlich schneller. Wir erstellen jetzt hier gemeinsam einfach mal das erste Mal eine Umsatzsteuererklärung in Wieso Steuer und klicken einfach auf Neue Steuererklärung anlegen. Und damit öffnet sich quasi die Steuererklärung und auf der linken Seite können wir einmal das Menü ausklappen. Dieses Menü ist der Ablauf, den wir jetzt gemeinsam vor uns haben. Wir müssen grundsätzlich Angaben machen zu unserer Firma und dann müssen wir die Umsatzsteuererklärung ausfüllen, dann können wir das Ganze noch einmal prüfen. Macht vielleicht ein paar Vorschläge, was ich anders machen sollte und dann kann ich das Ganze direkt in Wieso Steuer abgeben. Und damit erspare ich mir das ganze Drama rund um Elster Online. Und wenn ich das Ganze ausklappe, sehe ich auch das Menü noch im Detail. Das heißt, ich gebe bei der Umsatzsteuererklärung allgemeine Angaben, steuerpflichtige Umsätze und kann das Ganze denn hier ausklappen. Das schauen wir uns Schritt für Schritt einfach gemeinsam an und wir starten hier in der Mitte, steht auch, erster Schritt ist erstmal die Daten erfassen. Damit legen wir direkt erstmal los. Ich glaube, die ersten Punkte, die kannst du besser ausfüllen als ich und besser beantworten als ich. Und zwar geht es hier darum, dass du deinen Vornamen, deinen Nachnamen, deine Firma, die Art des Unternehmens einträgst und so weiter. Hier gibt es übrigens immer so ein kleines Fragezeichen. Wenn du mal eine Frage hast, kannst du hier drauf klicken. Meine persönliche Erfahrung nach ist, dass die Hilfetexte bei der Umsatzsteuererklärung und der Gewerbesteuererklärung nicht so richtig umfangreich sind. Also bei der Einkommensteuer Erklärung bekommst du bei Wieso Steuer echt gute Hinweise, bei den betrieblichen Steuererklärungen jetzt nicht so richtig. Also das ist schon sehr, sehr dünn, was es da manchmal an Hilfe angeboten wird, aber deswegen nehme ich ja dieses Video auf. Wir sehen hier zumindest bei Art des Unternehmens geht es einfach nur darum, ganz kurz so seine Selbstständigkeit zu beschreiben. Also hier Einzelhandel oder Großhandel, Art des Produktionsbetriebes, Art des Dienstleistungsbetriebes oder falls man Freiberufler ist, muss man einfach da kurz beschreiben, was man ist. Also in meinem Fall würde ich Autor schreiben, denn ich habe einen Gründungsratgeber für Selbstständige geschrieben. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und dieses Buch verkaufe ich und deswegen bin ich Autor und freiberuflicher Autor. Und hier würde ich deswegen jetzt reinschreiben, ich bin Autor bzw. Schriftsteller. Dann die Frage, wo ist der Firmensitz, in Deutschland oder im Ausland, denn die Adresse, Telefonnummer und so weiter. Wir sehen hier an dem Sternchen, das Ganze ist auch nicht zwingend
vorgeschrieben. Das heißt, du musst keine Telefonnummer, Faxnummer, sowieso nicht, E-Mail-Adresse, Webseite muss man nicht eintragen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fülle die Telefonnummer, also die Smartphone, die Mobilnummer und die E-Mail-Adresse immer aus, in der Hoffnung, dass das Finanzamt mich einfach anruft, wenn es Fragen hat und mir nicht irgendwelche Briefe schickt und mich dazu zwingt, jetzt Briefe hin und her zu schicken, sondern ich würde die Fragen gerne per E-Mail bekommen oder per Telefon gestellt bekommen. Das ist mir lieber, als Briefe hin und her zu schicken. Aber das ist persönliche Präferenz. Das Ganze ist zumindest nicht vorgeschrieben. Du kannst die ganzen Felder, die kein Sternchen haben, einfach leer lassen und das sind einige. Und damit sind wir mit dem Bereich eigentlich auch schon fertig. Wir sehen hier zumindest die Möglichkeit, das Ganze auszuklappen, was wir machen, und das sollte man auch tatsächlich machen. Das ist leider nicht so richtig intuitiv, weil wenn ich hier auf Weiter klicke, lande ich direkt in der Umsatzsteuererklärung. Dabei habe ich einige Felder hier noch gar nicht ausgefüllt, und zwar einmal die ganze Frage nach dem zuständigen Finanzamt. Und hier nur ein Hinweis, hier geht es um das Betriebssitzfinanzamt. Das wird in den meisten Fällen von euch, also die ihr die Videos schaut, wenn ihr zu Hause arbeitet, ist es das exakt gleiche Finanzamt. Wenn du deinen Firmensitz aber in einer anderen Gemeinde hast und ein anderes Finanzamt für dich zuständig ist, dann solltest du hier die Steuernummer von dem Betriebssitzfinanzamt eintragen. Also das richtige Finanzamt auswählen, weil die Umsatzsteuererklärung ist eine betriebliche Steuererklärung, anders als die Einkommensteuererklärung. Die Einkommensteuererklärung gilt als private Steuererklärung. Genau, wenn du das eingetragen hast, dann kommen wir wieder zum nächsten Bereich. Man muss es wieder ausklappen und einmal Angaben dazu vornehmen, ob einem jemand bei der Steuererklärung geholfen hat. Ich vermute mal sehr stark, dass das bei Visosteuer nicht so besonders häufig ausgefüllt wird, weil was machst du hier? Du füllst einfach den Steuerberater ein. Aber wenn ein Steuerberater dir bei deiner Steuererklärung geholfen hat, ja, dann füllst du das ja selber nicht aus. Und wenn du Steuerberater bist, dann sitzt du wahrscheinlich nicht vor Visosteuer, um deine Steuererklärung zu machen. Aber pro forma, das Ganze wird tatsächlich auch bei Elster Online gefragt. Das heißt, diese Angaben muss man einmal machen, weil das Finanzamt das wissen will. Und hier hättest du die Möglichkeit. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das keiner von euch ausfüllt. Und damit habt ihr quasi die Stammdaten, eure allgemeinen Daten einmal ausgefüllt. Und damit gehen wir rein in die eigentliche Umsatzsteuererklärung. Und auch hier ist das Ganze leider erstmal nicht ausgeklappt. Das heißt, wir klappen die einzelnen Bereiche, die wir jetzt gemeinsam durcharbeiten, einmal gemeinsam auf und gehen erstmal rein in die allgemeinen Angaben. Und hier muss man erstmal ein paar Fragen beantworten rund um die Selbstständigkeit. Also gibt es eine Postfachanschrift? Ist es eine berichtigte Steuererklärung? Weil das kann natürlich auch immer mal sein, dass man seine Steuererklärung abgibt und dann findet man irgendwie noch Belege und sagt, ach Mist, ich muss das irgendwie korrigieren. Dann setzt man hier einfach auf Ja und dann weiß das Finanzamt, dass die Steuererklärung, die vorher abgegeben worden ist, quasi einfach überschrieben werden soll. Dann muss man beantworten, ob man im Ausland ansässig war. Das sollte bei den meisten Fällen nicht der Fall sein. Ob der Erstattungsbetrag, also wenn bei der Umsatzsteuererklärung eine Erstattung kommt, ob das verrechnet werden soll. Verrechnet werden könnte es zum Beispiel mit der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung des laufenden Jahres oder aber auch mit einer anderen Steuerart. Also zum Beispiel die Erstattung mit der Umsatzsteuer könnte verrechnet werden mit der Nachzahlung der Einkommensteuer. Und wenn man das möchte, dann kann man das hier anklicken. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das Finanzamt das sowieso ganz häufig macht, auch wenn man es nicht möchte. Und hier bei der nächsten Frage kann man dann noch ja so bestimmte Angaben machen, wenn du in deiner Steuererklärung bestimmten Rechtsauffassungen folgst und so weiter. Das Ganze muss dann natürlich irgendwie begründet sein und muss dem Finanzamt das mitteilen. Das ist ehrlicherweise schon so richtiges Nerdfeld und du solltest dich wirklich gut auskennen und wissen, wo gerade mit welchen Themen du zu tun hast und welcher Rechtsauffassung du jetzt folgst und welcher nicht und so weiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von euch hier einfach Nein anklicken. Und wenn es unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt, dann hast du hoffentlich einen Berater an deiner Seite, der dir sagen kann, wie du das Ganze hier vernünftig ausfüllen kannst und was du denn da jeweils reinschreiben kannst. Was das Finanzamt aber auch unbedingt wissen muss, sind die nächsten beiden Felder. Und zwar, warst du das gesamte letzte Jahr, also das Jahr 2023, vollständig selbstständig? Weil es kann ja sein, dass du erst gegründet hast im letzten Jahr oder eventuell deine Selbstständigkeit aufgegeben hast. Und dann klickst du hier Nein an und gibst den Zeitraum an, in dem du selbstständig warst. Wichtig, hier geht es immer um das Jahr 2023. Du musst jetzt nicht reinschreiben, dass du am 16.03.1998 gegründet hast. Das interessiert nicht. Niemanden. Hier geht es nur um 2023. Das heißt, du schreibst im Zweifel rein 1. Januar bis 15. August, wenn du halt am 15. August mit deiner Selbstständigkeit aufgehört hast oder andersrum, wenn du in dem Jahr gegründet hast. Und dann kommt noch eine ganz zentrale Frage nach deinem Umsatz vom Vorjahr. Wir machen hier jetzt die Steuererklärung für 2023. Hier wird aber gefragt nach dem Umsatz für 2022. Und die konkrete Frage ist, ob der unter 22.000 Euro lag. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wenn du hier Ja anklickst,
dann hast du die Möglichkeit, die Kleinunternehmerregelung zu wählen und dann zahlst du ja gar keine Umsatzsteuer. Dann musst du tatsächlich trotzdem eine Umsatzsteuererklärung machen, zumindest fürs Jahr 2023. An dieser Stelle Ankündigung, große Erleichterung für Kleinunternehmer. Und zwar wurde die Umsatzsteuererklärungspflicht für Kleinunternehmer abgeschafft, und zwar Anfang 2024. Die letzte Umsatzsteuererklärung, die du als Kleinunternehmer abgeben musst, ist die Umsatzsteuererklärung 2023. Das heißt, es ist quasi so die Ehrenrunde, die du hier gerade drehst. Und danach musst du es nicht mehr machen. Zumindest solange du der Kleinunternehmerregelung unterliegst, musst du dann keine Umsatzsteuererklärungen mehr abgeben. Für das Jahr 2023 musst du das Ganze aber noch machen. Wenn du jetzt hier sagst, nee, mein Umsatz lag unter 22.000 Euro, dann kannst du natürlich noch freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung verzichten. Zum Beispiel hier, und dann hat sich das Ganze erledigt. Wenn du aber sagst, nein, hast du nicht, dann musst du hier noch einmal den Umsatz aus dem Jahr 2022, also aus dem vorletzten Jahr angeben und den Umsatz aus dem letzten Jahr. Und damit hast du ehrlicherweise als Kleinunternehmer schon fast alles erledigt. Nicht ganz alles, wir kommen noch zu zwei, drei Feldern. Und zwar das ganze Thema Reverse Charge ist für dich als Kleinunternehmer trotzdem relevant. Und das ganze Reverse Charge Prinzip kann tatsächlich auch dazu führen, dass du als Kleinunternehmer trotzdem Umsatzsteuer zahlen musst. Ich verlinke dir in der Videobeschreibung dazu mal ein vertiefendes Video, falls du davon noch nie was gehört hast. Dann schau dir das unbedingt einmal an. Aber im Wesentlichen hast du als Kleinunternehmer bis hierhin quasi die Umsatzsteuererklärung schon fast erledigt. Und als letzte Frage musst du noch einmal angeben, wie du deine Umsatzsteuer berechnest. Also nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten. Also wann ist die Umsatzsteuer in deinem Fall fällig? Dann, wenn du die Rechnung schreibst oder dann, wenn das Geld auf deinem Konto ankommt. Das ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Versteuerung. Falls du das noch nie gehört hast, schau auch da unbedingt mal in der Videobeschreibung vorbei. Dazu habe ich auch ein separates Video aufgenommen, da habe ich das Ganze erklärt. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von euch vereinnahmte Entgelte haben. Vereinnahmte Entgelte heißt nämlich, dass du die Umsatzsteuer erst dann abführen musst, wenn das Geld auf deinem Konto angekommen ist. Das heißt, wenn du im Dezember 2023 eine Rechnung geschrieben hast, die wurde aber erst im Januar 2024 bezahlt, muss das Ganze hier in der Umsatzsteuer Erklärung noch nicht auftauchen, weil du das Geld halt erst im Jahr 2024 bekommen hast. Das heißt, diese Umsatzsteuer müsstest du dann erst in der Steuererklärung 2024 angeben. Und diese Ist-Versteuerung, diese Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten, kannst du immer dann in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz im Vorjahr unter 800.000 Euro lag. Und das ist eine sehr sportliche Hausnummer als Einzelunternehmen. Das kann ich zumindest so aus Erfahrung sagen. Ich habe ja schon mal ein paar Buchhaltungen gesehen. 800.000 Euro Umsatz als Einzelunternehmen zu knacken ist möglich, aber damit gehörst du dann wirklich zu den Top, 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 top Selbstständigen überhaupt. Damit haben wir die allgemeinen Angaben abgeschlossen und können zum nächsten Thema gehen. Und auch hier wieder, die Intuition sagt, direkt auf Weiterklicken ist leider falsch. Wir gehen nämlich hier oben einmal rein, klappen wieder das Thema auf und gehen auf die steuerpflichtigen Umsätze. Und hier machen wir jetzt Angaben zu den Umsätzen, die wir gemacht haben im Jahr 2023. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher bekommt man eigentlich diese Zahlen? Und da gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du hast unterjährig schon eine Buchhaltung gemacht und unter Umständen sogar unterjährig schon Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben. Und zwar monatlich oder quartalsweise. Das kannst du dir nicht aussuchen, das teilt dir das Finanzamt mit. Das richtet sich hier dann immer danach, wie viel Umsatzsteuer du im Vorjahr gezahlt hast. Insgesamt sagt dir das Finanzamt, mach jetzt bitte eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung oder eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung. Und dann hast du das unterjährig ja schon gemacht. Beispielsweise bei quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldungen hast du ja schon fürs erste Quartal, zweites Quartal, drittes und viertes Quartal 2023 Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben. Und die Umsatzsteuererklärung an sich ist jetzt ja nichts anderes als nochmal die Zusammenfassung aller Umsatzsteuervoranmeldungen, die du quasi im Laufe des Jahres 2023 abgegeben hast. Deswegen, wenn du unterjährig korrekt gearbeitet hast, kommt aus dieser Umsatzsteuererklärung quasi auch nichts mehr raus. Also da kommt normalerweise eigentlich keine Nachzahlung. Und wenn du diese Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben hast, dann hast du so Übertragungsprotokolle. Das ist dann eigentlich auch fast egal, ob du ein Buchhaltungsprogramm benutzt hast oder das bei Elster Online gemacht hast, dann hast du Übertragungsprotokolle, die im Wesentlichen so aussehen. Und in diesen Übertragungsprotokollen steht eigentlich schon alles drin, was du jetzt auch in deiner Umsatzsteuererklärung angeben musst. Und zwar stehen hier zum Beispiel steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19%. Ist hier ein Betrag zu anderen Steuersätzen bei der Bemessungsgrundlage und wie viel Steuer das gemacht hat und so weiter. Hier gibt es noch ergänzende Angaben zu Umsätzen, die nicht umsatzsteuerpflichtig waren, zum Beispiel nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Umsatzsteuergesetz waren 1.500 Euro. Hier gibt es die abziehbaren Vorsteuerbeträge und dann die Vorauszahlung. Und das ist auch die Vorauszahlung, die man dann in der Regel gezahlt hat, während man diese Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben hat. Und diese Zahlen nimmst du einfach, du gehst dann hier bei Wieso Steuer rein und du siehst jetzt hier zum Beispiel steuerpflichtige Lieferung und sonstige Leistung, klickst einmal hier drauf, siehst
Lieferung und sonstige Leistung zu 19%, das haben wir gerade genau gesehen. Man klickt einmal da drauf und dann würde ich vorschlagen, wenn du diese Übertragungsprotokolle hast, gehst du einfach auf Gesamtbeitrag eingeben und nimmst den Betrag, den du aus den Übertragungsprotokollen hast. Wichtig ist, da musst du natürlich alle 4 Quartale zusammenrechnen. Was du natürlich auch machen kannst, du klickst hier auf unterstützende Eingabe und schreibst hier einfach Quartal 1, 2, 3, 4 rein und den jeweiligen Betrag. Also zum Beispiel erstes Quartal, dann schreibst du hier den Betrag rein, den du bei Lieferungen und sonstigen Leistung zu 19% hattest. Gehen wir rüber. Das ist jetzt einmal hier dieser Betrag, 5.864. Wir kopieren uns das einfach einmal raus und können das dann einfach hier reinschreiben. Und dann kannst du hier das zweite Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal. Dann ist das für dich ein bisschen einfacher, das Ganze zu übertragen aus den Übertragungsprotokollen. Voraussetzung ist natürlich, dass nach den Umsatzsteuervoranmeldungen, wie du sie abgegeben hast, dass da keine nachträglichen Änderungen vorgenommen sind. Sonst musst du natürlich diese Änderungen, also falls du eine Rechnung gefunden hast, nachdem du eine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben hast und du diese Umsatzsteuervoranmeldung nicht korrigiert hast, dann musst du diese ergänzenden Informationen natürlich hier nochmal eintragen, weil das ist natürlich noch nicht abgebildet durch diese Übertragungsprotokolle. Wenn du unterjährig keine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben hast, dann gehst du auf jeden Fall auf unterstützende Eingabe und schreibst dann hier einfach die Beträge rein. Und diese Beträge bekommst du dann auch einfach aus deinem Buchhaltungsprogramm. Das heißt, wenn du eine laufende Buchhaltung gemacht hast, dann kannst du da in Auswertung immer nachschauen, wie viel Umsatz du mit Lieferung und sonstigen Leistungen zu 19% du gemacht hast. Und dann übernimmst du hier den Betrag und schreibst dann hier die Bemessungsgrundlage rein. Wichtig, hier schreibst du den Nettobetrag rein und nicht den Betrag, der dir tatsächlich überwiesen worden ist. Wenn du unterjährig keine Buchhaltung gemacht hast, dann schreibst du hier einfach all die ganzen Rechnungen rein, die du in dem Jahr geschrieben hast für Lieferungen und sonstige Leistungen. Sonstige Leistung ist der umsatzsteuerliche Begriff für Dienstleistungen. Also unterm Strich kann man eigentlich sagen, alle Leistungen zu 19% schreibst du dann einfach hier rein. Und wenn du denn in dem Jahr 10 Rechnungen geschrieben hast, dann listest du hier einfach die 10 einzelnen Rechnungen auf und hast dann das Ganze erledigt. Und das Ganze machst du nicht nur für 19%, sondern das machst du auch für 7% und für die Umsätze zu 0%. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du den Bereich steuerpflichtige Lieferung und sonstige Leistung erfolgreich ausgefüllt. Das Ganze machst du noch für unentgeltliche Wertabgaben. Was sind unentgeltliche Wertabgaben? Unentgeltliche Wertabgaben ist immer das, wenn du einen Wert aus dem Unternehmen entnimmst und dafür kein Entgelt bezahlst. Klingt sehr geschwollen. Was heißt es auf Deutsch? Wenn du zum Beispiel im Firmenvermögen ein Kfz hast und diesen Firmenwagen benutzt du auch privat, dann musst du ja irgendwie den privaten Nutzungsanteil berechnen. Und das machst du mit der 1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode. Dazu gibt es viele, viele Videos, die findest du unten in der Videobeschreibung. Und da ermittelst du einen Wert. Und dieser Wert ist quasi die Bewertung der privaten Nutzung deines Firmen-Equipments, also deines Firmen-Kfz. Und das ist eine unentgeltliche Wertabgabe, weil du hast dich ja selbst nicht dafür bezahlt, dafür, dass du jetzt dein Firmen-Kfz nutzen konntest und durftest. Aber das Ganze ist tatsächlich steuerpflichtig, weil beim Betrieb des Autos, bei der Anschaffung des Autos und so weiter, hast du ja einen Vorsteuerabzug gehabt. Das heißt, da hast du dir die Umsatzsteuer wiedergeholt. Und wenn du jetzt das Auto privat benutzt, dann ist es rechnerisch zumindest absolut logisch, dass du sagst, dass du für diesen Anteil der privaten Nutzung dann die Umsatzsteuer quasi wieder zurückbezahlst. Nur bezahlst du sie nicht zurück, sondern du versteuerst einfach die unentgeltliche Wertabgabe. Das Ganze wäre in dem Fall jetzt eine sonstige Leistung zu 19% bei der Firmenwagenversteuerung. Und natürlich ist es auch möglich, dass es andere Leistungen sind, beispielsweise Lieferung zu 7%. Du betreibst ein Lebensmittelgeschäft und an jedem Abend entnimmst du dir einfach ein bisschen Gemüse und was auch immer du gerne zu Hause essen möchtest, gehst damit zu Hause, bereitest dir das zu und isst das Ganze, dann hast du ja eine unentgeltliche Lieferung ausgeführt, weil du hast dir selbst einfach Vermögen aus dem Unternehmen entnommen. Lebensmittel unterliegen dem Umsatzsteuersatz von 7%. Das heißt, dann würdest du das Ganze mitdokumentieren, zu welchem Wert du da jetzt was entnommen hast und das Ganze bei Lieferungen eintragen. Das hast du hoffentlich unterjährig während der laufenden Buchhaltung irgendwie mitdokumentiert, beziehungsweise musst du halt mitdokumentieren, weil du das Ganze hier einmal angeben musst und tatsächlich dann auf diese Wertentnahmen Umsatzsteuer zahlen musst. Dann gibt es noch 2 Felder, auf die ich nicht so in der Tiefe eingehe, und zwar einmal Umsätze aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Meiner Erfahrung nach sind die meisten von euch weder Landwirt noch Forstwirt. Wenn es jemanden von euch gibt, der hier was eintragen muss, dann gerne einen Kommentar unter diesem Video schreiben und ich helfe dir gerne im Kommentarbereich weiter. Und dann gibt es hier noch ein Relikt der Vergangenheit, und zwar Umsätze zu anderen Steuersätzen, zum Beispiel 5 und 16%
5%. Während Corona wurde mal temporär für 6 Monate der Umsatzsteuersatz von 7 auf 5% und von 19 auf 16% abgesenkt. Und natürlich mussten diese Umsätze auch angegeben werden. Da man hier oben aber immer nur die Bemessungsgrundlage angibt und der darauf aufbauend dann automatisch 19% rechnet, musste man das hier separat noch einmal angeben. Das ist aber inzwischen schon eine ganze Weile her und ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Feld heute nicht mehr so richtig oft ausgefüllt wird und ich gehe auch stark davon aus, dass das in Zukunft dann aus der Umsatzsteuererklärung irgendwann wieder verschwindet, weil diese Ausnahmeregelung einfach schon eine ganze Weile her ist. Und dann gibt es noch 2 Felder, die sind ehrlicherweise eher eine Ausnahme. Ich möchte trotzdem darauf eingehen, weil ich einfach so aus dem Kommentarbereich rauslese, dass schon einige genau diese Konstellation häufiger mal haben. Und zwar geht es hier um die Steuer bzw. Nachsteuer auf vereinnahmte Anzahlungen nach Wechsel der Besteuerungsform. Und zwar ist es folgendermaßen, wenn du Kleinunternehmer warst und irgendwann in die Regelbesteuerung wechselst, dann weißt du ja Umsatzsteuer aus und dann führst du die Umsatzsteuer einfach ab und trägst sie hier oben ein. Wenn es aber so ist, dass du in deiner Selbstständigkeit Anzahlungen verlangst und eine Anzahlung verlangt hast, zu einem Zeitpunkt, bei dem du Kleinunternehmer warst, aber diese Anzahlung war für eine Leistung, die du ausgeführt hast, zu einem Zeitpunkt, wo du nicht mehr Kleinunternehmer warst, dann musst du tatsächlich darauf Umsatzsteuer nachfordern, weil du immer die Umsatzsteuer ausweisen musst, die in dem Zeitpunkt gilt, an dem du die Leistung ausführst. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ich mache es mal ein bisschen einfacher. Ich bin Fotograf und als Fotograf nehme ich Anzahlung. Das heißt, da bucht jemand zum Beispiel ein Hochzeitsshooting in einem halben Jahr und ich möchte irgendwie eine Sicherheit haben, dass dieser Auftrag denn tatsächlich reinkommt. Und deswegen nehme ich eine Anzahlung, und zwar zum Zeitpunkt der Beauftragung, zum Zeitpunkt der Buchung. Und dann ist irgendwann später die Hochzeit, dann gehe ich hin und dann mache ich das Fotoshooting und dann schreibe ich meine Abschlussrechnung und in dieser Abschlussrechnung ziehe ich dann natürlich die Anzahlung ab. So sind viele Geschäftsmodelle bei Fotografen. Und wenn es jetzt aber so ist, dass ich Ende 2022 die Buchung bekommen habe und 2022 war ich Kleinunternehmer, dann schreibe ich natürlich eine Anzahlungsrechnung ohne Umsatzsteuer, weil ich bin ja Kleinunternehmer. Und dann bin ich aber im Jahr 2023 unter Umständen kein Kleinunternehmer mehr. Und in 2023 ist aber das Fotoshooting. Das heißt, dann erstelle ich nach dem Fotoshooting eine Rechnung mit Umsatzsteuer, weil inzwischen bin ich ja kein Kleinunternehmer mehr. Das Ding ist, jetzt habe ich aber die Anzahlungsrechnung ohne Umsatzsteuer und die Abschlussrechnung mit Umsatzsteuer. Und in solchen Konstellationen muss ich tatsächlich dann auch für die Anzahlung rückwirkend nochmal Umsatzsteuer nachberechnen. Falls das bei dir der Fall sein sollte, dann schreibst du diese Nachsteuer, wie das heißt, hier rein. Und das Ganze gilt natürlich auch, wenn sich der Steuersatz geändert hat. Also zum Beispiel von 5 auf 7% oder von 16 auf 19%. Wie gesagt, ist schon eine Weile her. Aber es ist genau das gleiche Konstrukt. Dann schreibst du diesen Steuerbetrag hier rein. Und damit sind wir, ich würde mal sagen, für die normalen Umsätze eigentlich schon durch. Das heißt, wir klicken hier auf Fertig und können dann in den nächsten Bereich einsteigen. Und der nächste Bereich ist der erfreulichste Bereich. Der nächste Bereich ist nämlich die abziehbare Vorsteuer. Die abziehbare Vorsteuer ist die Vorsteuer, die quasi meine Lieferanten und meine Dienstleister mir in Rechnung gestellt haben und die ich jetzt gegenrechnen kann. Weil bisher haben wir jetzt die Umsatzsteuer berechnet. Das heißt, es ist ein relativ großer Betrag, aber davon kann ich ja was abziehen. Und zwar die Umsatzsteuer, die ich halt an meine Lieferanten und Dienstleister gezahlt habe. Und die heißt Vorsteuer und die kann ich hier eintragen. Und wir sehen hier, hier gibt es einige Felder, die wir ausfüllen können. Und zwar ganz als erstes Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen. Das sind die ganz normalen Rechnungen. Schau nochmal in das Übertragungsprotokoll. Das ist der Betrag, den wir hier unten haben. Abziehbare Vorsteuerbeträge, Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen. Das heißt, dann nehme ich den Wert aus den ganzen Übertragungsprotokollen und addiere den quasi auf oder schreibe hier jetzt wieder jeweils Quartal 1, 2, 3, 4 rein oder aber Monat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 12 oder halt die einzelnen Rechnungen. Was ein bisschen verwirrend ist und das hat nichts mit Wieso Steuer zu tun, sondern das ist einfach die Unlogik des Formulars, ist, dass wir ja bei den Umsätzen die Bemessungsgrundlage reingeschrieben haben. Das heißt, da haben wir nichts mit der Steuer reingeschrieben, sondern da haben wir eigentlich die Nettobeträge reingeschrieben. Hier ist es jetzt ganz anders. Hier schreiben wir nicht die Nettobeträge rein von den Rechnungen, sondern hier schreiben wir die Steuerbeträge rein. Das heißt, hier schreiben wir gar nichts anderes rein, sondern wirklich nur den Steuerbetrag, der auf den Rechnungen ausgewiesen war, die ich bekommen habe. Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe an Steuerbeträgen, die ich mir erstatten lassen kann. Zum Beispiel innergemeinschaftliche Erwerbe sind umsatzsteuerpflichtig, aber wenn ich diese Umsatzsteuer zahle, dann kann ich mir tatsächlich diesen Betrag auch direkt als Vorsteuer wiederholen. Kann ich direkt hier eintragen und so ist das dann eine Nullrechnung quasi. Wenn ich einen innergemeinschaftlichen Erwerb tätige für 1.000 Euro, dann muss ich auf diese 1.000 Euro 19% Umsatzsteuer tatsächlich abführen. Zu dem Feld kommen wir gleich noch. Ich kann aber zeitgleich auch diese Umsatzsteuer tatsächlich als Vorsteuer geltend machen und das trage ich dann hier ein. Einfach ganz normal sieht das Ganze wie
immer aus. Dann gilt das Gleiche nicht nur für innergemeinschaftliche Erwerbe, sondern auch für Erwerbe, die kommen aus einem Land außerhalb der EU. Dann heißt es aber nicht mehr innergemeinschaftlicher Erwerb, es ist ja auch nicht mehr innergemeinschaftlich, sondern dann heißt es Einfuhr und darauf zahle ich Einfuhrumsatzsteuer. Das Prinzip funktioniert aber komplett identisch. Das nächste Feld würde ich einmal auslassen, das ist eine Besonderheit. Hier geht es an Auslagerer, das heißt das ganze Thema Umsatzsteuerlager und so weiter. Falls das für dich relevant ist, wenn du im E-Commerce tätig bist, schau dir das mal an, dann musst du hier unter Umständen die Vorsteuerbeträge eintragen. Was wiederum einige von euch haben könnten, sind 13b Umsätze. Und zwar immer dann, wenn ihr Kunde seid. Und zwar reden wir bei 13b über das Reverse Charge Verfahren. Und das Reverse Charge Verfahren funktioniert eigentlich ehrlicherweise ähnlich wie innergemeinschaftliche Erwerbe, nur dass es um Dienstleistungen geht. Und zwar ist es so, wenn ich zum Beispiel Kunde bin bei einem Unternehmen aus dem EU-Ausland, dann muss ich als Kunde darauf Umsatzsteuer bezahlen. Das ist die Umkehr der Steuerschuldnerschaft, also Reverse Charge. Und das Ganze ist in § 13b geregelt. Also ein praktisches Beispiel, ich schalte für 1.000 Euro Werbung bei Google und dann zahle ich ja 1.000 Euro an Google und ich bekomme von Google eine Rechnung und auf dieser Rechnung steht keine Umsatzsteuer. Was aber draufsteht, ist die Umkehr der Steuerschuldnerschaft, also Reverse Charge Verfahren wird angewendet. Und das führt dazu, dass ich auf diese 1.000 Euro, die ich an Google bezahle, tatsächlich 19% noch an das deutsche Finanzamt zahlen muss. Aber wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin, beziehungsweise vorsteuerabzugsberechtigt bin, kann ich diese gezahlten 190 Euro quasi zur gleichen Sekunde einfach auch wieder als Vorsteuer geltend machen. Das heißt, für mich ist das einfach so eine Plus-Minus-Null-Rechnung eigentlich. Und diese Vorsteuerbeträge, die schreibe ich tatsächlich hier rein. Und hier kommen wir auch zum großen Nachteil von Kleinunternehmern. Ich habe ja schon gesagt, Kleinunternehmer sind noch nicht ganz fertig, und zwar das ganze Thema Reverse Charge. Weil Kleinunternehmer sehr wohl Reverse Charge Leistungen in Anspruch nehmen können, also 1.000 Euro bei Google ausgeben können, sie müssen aber trotzdem on top 190 Euro an das Finanzamt zahlen, obwohl sie Kleinunternehmer sind. Was sie aber nicht dürfen, ist hier den Vorsteuerbetrag reinzuschreiben, weil Kleinunternehmer nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind. Das heißt, Kleinunternehmer zahlen auf Reverse-Charge-Leistung on top tatsächlich die Umsatzsteuer. Das schreibt man nicht hier rein, dazu kommen wir aber gleich noch. Nur an der Stelle wichtiger Hinweis, Kleinunternehmer dürfen hier generell gar nichts reinschreiben. In dem ganzen Bereich Vorsteuer dürfen sie gar nichts reinschreiben. Dann gibt es hier noch Durchschnittssätze für bestimmte Körperschaften, Personenvereinigungen und so weiter. Das überspringe ich mal, weil ich die Videos für Selbstständige produziere. Dann gibt es noch so eine Besonderheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge. Das ist auch eher ein Ausnahmefall. Und Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften. Dreiecksgeschäfte ist ein unglaublich kompliziertes Thema. Ich verlinke dir dazu unten in der Videobeschreibung mal ein vertiefendes Video. Das ganze Thema ist für dich relevant, wenn du im E-Commerce tätig bist und Dropshipping machst. Und wenn du das dann verstanden hast, dann weißt du, dass du die Vorsteuerbeträge, die da anfallen, die kannst du hier eintragen. Das solltest du aber nicht erst machen, wenn du die Umsatzsteuererklärung machst, sondern idealerweise schon, wenn du die Rechnung schreibst und bekommst, weil das natürlich wichtiger Bestandteil ist deiner Kalkulation. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende der, ich würde mal sagen, der normalen Geschäftstätigkeit. Es gibt, wie wir auf der linken Seite sehen, noch viele weitere Angaben, die wir vornehmen können. Aber tatsächlich haben wir jetzt ja im ersten Schritt einmal die ganzen umsatzsteuerpflichtigen Umsätze eingetragen und die abziehbaren Vorsteuerbeträge. Das heißt, ich würde mal sagen, die Basisabrechnung und für die meisten von euch ist das wahrscheinlich auch schon 90-95% der Angaben, die haben wir bis hierhin erledigt. Wir schauen uns natürlich trotzdem noch einmal die ganzen Ausnahmen an, die man wissen kennen sollte. Jetzt nicht jede Ausnahme, aber alles, was durchaus mal vorkommen kann, schauen wir uns mal gemeinsam an. Dazu zähle ich aber nicht die Berichtigung des Vorsteuerabzugs. Wir klicken einmal drauf und hier steht die erstmalige Nutzung des Grundstücks, das heißt Grundstücke, Grundstücksteile, Gebäude und so weiter. Das heißt, hier geht es sehr viel um den Bereich Immobilien. Ich hoffe, du hast einen Steuerberater an deiner Seite, falls das für dich relevant ist. Und das ist auch mein eindringlicher Appell. Wenn die Beträge sehr groß sind, mit Grundstücken, auch mit Autos und so weiter, dann sprich mit dem Steuerberater vorher, weil da kann man viel falsch machen, da kann man viel zu viel Steuern zahlen oder man kann positiver formuliert auch erheblich Steuern sparen, wenn man das Ganze richtig macht. Aber da ist ehrlicherweise so ein allgemeines YouTube-Tutorial hier auf YouTube vielleicht nicht das Richtige. Und von daher dringende Empfehlung, falls du irgendwas mit Immobilien machst, such den Steuerberater, der dich dahingehend berät. Das ist sehr gut investiertes Geld, meiner Erfahrung nach. Der nächste Punkt kann aber tatsächlich für viele von euch relevant sein. Und zwar sehen wir hier, geht es um innergemeinschaftliche Erwerbe und steuerfreie Umsätze. Und zwar habe ich das ganze Thema innergemeinschaftliche Erwerbe ja schon erwähnt. Und zwar ist es so, 13b, Einfuhr
und innergemeinschaftliche Erwerbe sind tatsächlich immer für den Kunden steuerpflichtig. Das heißt, der Kunde muss, oder wenn du Geschäftskunde bist, musst du als Kunde Umsatzsteuer bezahlen. Diese Umsatzsteuer kannst du dann auch wieder geltend machen. Genau das haben wir uns angeschaut bei der Vorsteuer. Aber natürlich haben wir noch nirgendwo die Umsatzsteuer eingetragen. Und das Ganze machst du hier. Bei innergemeinschaftlichen Erwerben und innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften fällt unter Umständen Umsatzsteuer an. Und das Ganze machst du hier. Das heißt, wenn du etwas von einem Unternehmen aus einem anderen EU-Land gekauft hast, dann ist das ein innergemeinschaftlicher Erwerb und dann kannst du das Ganze hier eintragen. Und damit hast du dann quasi auch die Umsatzsteuer erfasst. Wichtig ist, dass du das machst und wichtig ist auch, dass du hier die gleichen Zahlen reinschreibst, wie du in dem Vorsteuerbereich auch schon als Vorsteuerbeträge reingeschrieben hast. Das heißt, das Ganze muss passen, weil wenn das nicht passt, wird sich entweder Wieso Steuer direkt beschweren, also die Software beschwert sich, und wenn sich die Software nicht beschwert, dann wird sich aber das Finanzamt beschweren, weil das in sich einfach nicht zusammenpasst. Weil du kannst bei der Vorsteuer natürlich nur die Steuer geltend machen, die du denn da tatsächlich auch gezahlt hast. Deswegen die Umsatzsteuer auf die innergemeinschaftlichen Erwerbe muss natürlich exakt genau der gleiche Betrag sein wie der Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerben, den du geltend machen möchtest. Ich glaube, das ist relativ logisch und das Ganze gilt für Einfuhrlieferungen, das Ganze gilt für innergemeinschaftliche Erwerbe und natürlich auch für 13b. Und hier sehen wir auch Steuerschuldner nach § 13b. Das heißt, wenn du Kunde bist, wir erinnern uns an das Google-Beispiel, dann bist du Leistungsempfänger als Steuerschuldner nach § 13b Umsatzsteuergesetz. Dann klickst du hier drauf und schreibst hier einmal rein, ich habe bei Google Werbung geschaltet zu einem Wert von X. Und dann wird darauf die Steuer berechnet. Und das musst du tatsächlich auch als Kleinunternehmer machen. Also diese Angabe musst du tatsächlich auch als Kleinunternehmer machen und musst dann tatsächlich auch die Umsatzsteuer abführen. Und dann gibt es hier unten noch drei spannende Felder. Und zwar einmal steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug. Und zwar gibt es bestimmte Umsätze, die für dich steuerfrei sind. Und zwar zum Beispiel innergemeinschaftliche Lieferungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du als Kunde Umsatzsteuer zahlen musst, wenn du einen innergemeinschaftlichen Erwerb tätigst. Und es wäre ja irgendwie ungerecht, wenn jetzt der Lieferant für die innergemeinschaftlichen Lieferungen auch noch Umsatzsteuer zahlen muss. Ist aber auch nicht der Fall. Das Ganze ist dann nämlich steuerfrei. Das heißt, wenn du innergemeinschaftliche Lieferungen ausführst, wenn du einen Geschäftskunden hast aus einem anderen EU-Land, dann ist es eine innergemeinschaftliche Lieferung und diese innergemeinschaftliche Lieferung ist steuerfrei. Und du musst das Ganze hier trotzdem einmal eintragen, damit du dem Finanzamt mitteilst, du hast diesen Umsatz gemacht und damit das Finanzamt auch weiß, dieser Umsatz ist steuerfrei. Das heißt, darauf zahlst du keine Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer zahlt ja dann dein Kunde, weil für deinen Kunden ist das dann ein innergemeinschaftlicher Erwerb, der steuerpflichtig ist in dem jeweiligen anderen EU-Land. Weil diese ganze innergemeinschaftliche Lieferung und auch Reverse-Charge-Verfahren, das ist EU-weit einheitlich geregelt. Das heißt, die anderen EU-Länder haben sehr, sehr ähnliche Regelungen. Das steht vielleicht in einem anderen Paragraphen, aber im Wesentlichen ist das sehr identisch geregelt. Und dann gibt es noch so ein paar andere Umsätze, die steuerfrei sind, für die du aber trotzdem einen Vorsteuerabzug hast. Hier sehen wir zum Beispiel Ausfuhrlieferung und Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr. Oder hier gibt es noch Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens und so weiter. Wir sehen schon, das sind wahrscheinlich eher Ausnahmen. Aber innergemeinschaftliche Lieferungen treten doch relativ häufig auf und die kannst du hier eintragen. Es gibt aber auch Umsätze, die sind steuerfrei und das ist der Nachteil, die haben auf der Kostenseite ja den Verbot des Vorsteuerabzugs. Das sind die steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Weil bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist es so, dass du im Einkauf die Vorsteuer geltend machen kannst. Aber im Verkauf ist das Ganze steuerfrei. Das heißt, unterm Strich, wenn du sehr viel innergemeinschaftliche Lieferungen hast, hast du die ganze Zeit in deiner Umsatzsteuervoranmeldung immer ganz viele Vorsteuerbeträge und nie eine Umsatzsteuer. Und das führt dann dazu, dass du standardmäßig immer eigentlich Geld vom Finanzamt zurückerstattet bekommst. Bei den allermeisten steuerfreien Umsätzen ist es aber so, dass du keinen Vorsteuerabzug hast. Das heißt, dass deine Rechnung zwar ohne Umsatzsteuer ist per Gesetz, du aber auf der Kostenseite dann auch nicht die Möglichkeit hast, Vorsteuerabzüge geltend zu machen. Das ist zum Beispiel so bei Ärzten, bei Versicherungsvermittlern, bei Vermietern vom privaten Wohnraum, bei Banken tatsächlich ganz häufig, ganz viele Bankkontodienstleistungen sind ohne Umsatzsteuer, Hebammen und so weiter. Das alles steht in § 4. Wenn du nicht weißt, ob die Leistung, die du eventuell ausfüllst, umsatzsteuerfrei ist, dann schau mal in § 4 Umsatzsteuergesetz rein und lies da einfach mal durch. Ist ein relativ langer Paragraph, aber tatsächlich ist genau so die Steuererklärung aufgebaut. Hier oben sehen wir noch Umsätze nach § 4 Nummer 12 Umsatzsteuergesetz, das ist die Vermietung von Grundstücken, also die Vermietung vom privaten Wohnraum, die ich eben schon erwähnt habe, das trägt man dann einfach hier ein. Aber
Bei den nächsten Feldern musst du angeben, in welcher Nummer denn das steht, dass dein Umsatz umsatzsteuerbefreit ist. Also für Ärzte, Hebammen, Versicherungsvermittler und so weiter. Bestimmte Dozententätigkeiten sind tatsächlich auch umsatzsteuerbefreit. Das heißt, du musst einmal die Nummer aus dem Umsatzsteuergesetz raussuchen, Paragraph 4 Nummer 8 zum Beispiel, und dann schreibst du das da rein und danach schreibst du dann hier deine Umsätze rein. Das heißt, du musst tatsächlich auch die Gesetzesgrundlage einmal recherchieren. Und das sind ehrlicherweise die meisten steuerfreien Umsätze. Das heißt, die meisten umsatzsteuerfreien Umsätze sind ohne Vorsteuerabzug. Und dann hast du hier unten noch einmal ergänzende Angaben zu Umsätzen. Und das ist ein ziemlich wichtiges Feld. Also meiner Erfahrung nach haben das unglaublich viele Selbstständige. Und zwar ist dieses Feld ganz spannend. Und zwar steht hier steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Absatz 5 Umsatzsteuergesetz schuldet. Ah, der Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer, Reverse-Charge-Verfahren. Das heißt, hier schreibst du die Reverse-Charge-Leistungen rein. Aber ganz, ganz wichtig, hier geht es um die Reverse-Charge-Leistungen, die innerdeutsch sind. Und zwar gibt es Reverse-Charge auch für Reinigungsunternehmen und Bauunternehmen. Das heißt, wenn das auf dich zutrifft, dann schreibst du hier den Umsatz rein. Die Reverse-Charge-Leistungen, die du ländergrenzend überschreitend quasi hast, also wenn du zum Beispiel ein Unternehmen aus Österreich berätst, dann ist der Ort der Leistung in Österreich. Und dann gilt auch das Reverse-Charge-Verfahren. Und dann ist der Ort der Leistung nicht in Deutschland und damit zahlst du auch keine Umsatzsteuer. Und das musst du tatsächlich auch hier angeben, und zwar hier einmal bei den nicht steuerbaren sonstigen Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 Umsatzsteuergesetz. Hier schreibst du quasi die Reverse-Charge-Leistungen rein, also zum Beispiel deine Leistungen, deine Beratungsleistung, oder tatsächlich auch, wenn du YouTuber bist und deine Videos bei YouTube hochlädst, dann ist dein Kunde ja ein Unternehmen aus einem anderen EU-Land, und zwar Google mit dem Sitz in Irland. Dann schreibst du hier deine Umsätze rein. Du musst darauf keine Umsatzsteuer zahlen, weil die Umsatzsteuer zahlt dann dein Kunde, also Google in Irland, in meinem Beispiel von diesem Video beispielsweise. Und dann gibt es ähnlich Konstellationen, wo der Ort der Leistung nicht in Deutschland ist. Und das sind dann immer nicht steuerbare Leistungen. Das heißt, übrige nicht steuerbare Umsätze, die du da hast, die schreibst du dann hier rein. Hier gibt es noch ein paar ganz wilde Regelungen, Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehdienstleistungen. Hier, ob ein Unternehmen im Ganzen veräußert worden sind. Ich hoffe, dann hast du einen Steuerberater, und wenn nicht, dann such dir bitte einen. Du findest unten in der Videobeschreibung einen Link, da kann ich dir gerne helfen, den richtigen Steuerberater zu finden, aber das solltest du bitte nicht alleine machen. Und ehrlicherweise waren das die wichtigsten Angaben. Das heißt, wir klicken einmal auf Fertig und haben diesen Bereich abgeschlossen und damit auch diesen ganzen Bereich der Besonderheiten, muss man sozusagen, also diese ganzen innergemeinschaftlichen Erwerbe, steuerfreie Umsätze und so weiter. Und damit kommen wir wieder auf die Übersichtsseite auf der obersten Ebene. Und dann sehen wir hier die Anlage UN. Die muss nur ausgefüllt werden von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Deswegen lassen wir die Anlage UN hier einfach mal weg. Falls du es irgendwann mal brauchst, das kannst du auch mit Wieso-Steuer machen, brauchst du wahrscheinlich nicht so bald, aber falls das der Fall sein sollte, hier findest du es. Was spannend ist und ehrlicherweise dann auch der letzte Punkt ist die Vorauszahlung und die Berechnung der zu entrichtenden Steuer. Weil wir haben jetzt ja alle Angaben gemacht und wie man sieht, muss man hier erstmal nicht viel eintragen. Das heißt, wir sehen hier jetzt erstmal eine lange Berechnung. Also die Umsatzsteuer auf die steuerpflichtigen Lieferungen und sonstige Leistungen, das heißt auf die ganzen Leistungen, auf die innergemeinschaftlichen Erwerbe, auf die innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte, die Umsatzsteuer nach Reverse Charge, die Umsatzsteuer mit diesen ganzen Auslagerungslieferungen, das rechnen wir alles zusammen. Davon zieht man die ganzen Vorsteuerbeträge ab und so weiter. Und im Wesentlichen hast du dadurch die gesamte Umsatzsteuerlast eines Jahres. Und diese Umsatzsteuerlast ist natürlich nicht der Betrag, den du jetzt bezahlen musst, weil du hast zumindest in den allermeisten Fällen ja unterjährig schon monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen gemacht und dann jeweils Vorauszahlungen geleistet. Und das Ganze kannst du auch hier eintragen. Das heißt, du schaust einmal nach, wie viel Umsatzsteuer hast du eigentlich für das Jahr 2023 gezahlt. Das sind dann die Beträge, die du dann auch in den Übertragungsprotokollen hier ganz unten findest. Also Umsatzsteuervorauszahlungen, das sind diese Beträge und eigentlich auch die Beträge, die du auf deinem Kontoauszug nachschauen kannst. Das heißt, was hast du an Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt, entweder für alle 12 Monate oder halt für alle 4 Quartale. Und dann schreibst du hier einmal das Vorauszahlungssoll rein, was du jeweils vorausgezahlt hast. Und dann hast du hier ganz unten ein Ergebnis, und zwar bei noch an die Finanzkasse zu entrichten. Das ist also ein Betrag. Und wenn du hier einen negativen Betrag hast, heißt das Steuererstattung. Ganz, ganz wichtig, du kannst jetzt im nächsten Schritt, kannst du das Ganze noch einmal überprüfen lassen und so ein bisschen auf Plausibilität checken lassen von Wieso-Steuer. Und dann kannst du es direkt aus Wieso-Steuer an das Finanzamt übermitteln. Wichtiger Hinweis bei der Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer solltest du keinen Bescheid abwarten, sondern du berechnest hier den Betrag, und wenn eine Nachzahlung kommt, also beispielsweise kommt raus, dass du noch 300 € Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen musst, dann solltest du diesen Betrag
von dir aus proaktiv überweisen. Und zwar hast du dafür 4 Wochen Zeit. Du bekommst irgendwann mal so einen Bescheid, aber tatsächlich läuft das Ganze anders als bei der Einkommensteuer oder der Gewerbesteuer, wo du erst einen Bescheid bekommst und im Bescheid steht dann drin, was du zu zahlen hast. Das ist bei der Umsatzsteuer anders. Bei der Umsatzsteuer berechnest du das Ganze, übermittelst das und überweist selber ohne Aufforderung. Und wenn eine Erstattung bei rauskommt, dann musst du gar nichts machen, dann bekommst du das Geld irgendwann, wenn das Finanzamt diese Umsatzsteuererklärung bearbeitet hat. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt erfolgreich deine Umsatzsteuererklärung abgeschlossen. Wenn du es noch nicht gleich gemacht hast und jetzt sagst, na, Wieso-Steuer sieht eigentlich ganz nett aus, schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da findest du einmal den Link. Und wenn du jetzt Fragen hast zum Thema Umsatzsteuer, zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Rechnungsschreiben, zum Thema, ach was auch immer, Wieso-Steuer, egal welche Frage, dann schreib doch diese Frage einfach unten in den Kommentarbereich und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du ein anderes Tool suchst, ein Bankkonto, ein Buchhaltungsprogramm, Steuerberater, was auch immer, dann schau auch dazu mal unten in der Videobeschreibung vorbei oder klick einfach direkt hier. Und jetzt könntest du so zum Ausklang und zum Runterkommen einfach eins der weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen. Wir haben jetzt inzwischen bald fast 700 Videos zum Thema Steuern, Buchhaltung und Finanzen für Selbstständige, zum Beispiel das hier oder das hier.